Alter, aber gerade, das wäre lebensgefährlich. Also es kann auch Flammen sprühen, ne? Ja, gib mal Gas. Jo Leute und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ja, ihr seht schon, heute fahre ich immer diese Klapperkiste. Nein. Ja, genau, die fahrende Bierkiste. Genau, das ist das Teil von ihm. In dem vorherigen Video habt ihr mich schon gesehen von der Aprilia SX 70. Genau. Ich habe hier noch sowas gebaut und zwar die fahrbare Bierkiste 270 Kubik. ja, Fake Acra ist dran, ohne DB-Killer natürlich. Ein paar CNC-Parts, eine Bierkiste. ELAS E, also E-Starter ist dran. Läuft. So. Wird der Kollege jetzt hier nicht austesten, weil das lebensgefährlich ist. Ach du Scheiße, jetzt habe ich Angst. Also bis 80 kommt da glaube ich gut und laufen auf dem Prüfstand haben sie schon mal getestet bis 170. Boah krass. 160. Oh. Ja, ich würde sagen, ne, ich mache die einfach mal an und dann fährst du einfach eine Runde. Ja. Digga, dieser Sound, Alter. Der lädt sich mal drauf. Ja, warte. Halt mal so ein bisschen am Gas. Ja. Nach da? Ja, ich mach dann den Schok rein bei dir. Ja, warte. Da ist die Fußbremse, ne? Hier, ne? Ja. Ja, gibt das. So, ne? Ach du Scheiße, Leute, was ist das für ein Teil? Ach du Scheiße! Nein! Das kannst du keinem Schwein erzählen. Was mache ich hier eigentlich? Ich fahre hier irgendwo ohne Kennzeichen rum. Mit einem rollenden Go-Kart gefühlt. Wo mir gleich gefühlt mein Bein abfällt. Oh, scheiße. Nein! Die Karre ist aus! Scheiße. Ach so, ja, wusste ich nicht. Sonst kriegt die zu wenig Benzin. Ja, so klein. Der hier muss zu. Der hier ist, steht ja so vorne. Ja. Der muss nach hinten. Okay. Gas geben. Ach so. Wenn du losfährst, wenn du Gas gibst und losfährst, musst du den wieder reinmachen. Ja. Was? Kommt dann gerade im Weißen. Ja. Kann ich doch da lang fahren? Ja. Ja, ich wollte mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Ja, alles gut. Habe ich auch gesagt, wenn man zweimal Mal davor. Ja, okay, los geht's. Ja, du Gas. Alter. Alter Schwede, meine Fresse. Und schon wieder aus. Man lebt's. Ich rolle ja nur, ich habe keinen Motor. Alter, aber gerade, das wäre lebensgefährlich. Ich drück da doch nicht voll durch. Gerade dieser scheiß Gulli da. Ach so, ich muss ja Choke reinmachen, genau. Bin ich gerade lost? So, Choke ist drin, genau. Oder ist das der Choke? Ah. Okay, Leute, das war der Choke.
Das anscheinend nicht. Was, die Karre ist abgesoffen. Ah. Alter, da kam einfach Feuer raus. Nee, Digga, das ist mir zu gefährlich. Digga, wie der geguckt hat, Alter. Das ist, wie gesagt, Leute, so an sich geiles Teil. Aber man muss es auch schon drauf haben. Ich hätte so als Anfänger auf so huckeligen Straßen. Alter! Boah, es ist anstrengend, Alter, meine Fresse. Das ist auch geil, ne? Ja, safe. Ja, boah. Ich hab gerade schon gedacht, was ist denn der? Ich hatte gerade gedacht, du liegst da hinten irgendwo im Gras. Ne, mir ist die Karre da hinten erst wieder ausgegangen. Und dann musste ich erst mal gucken, wie das geht. Ja, weil ich hatte nämlich erst irgendwie als Choke hier unten dieses schwarze Ding, aber das wäre das weiße, ne? Aber gerade eben auf dem Hinweg, ich bin da irgendwie über diesen Gulli da gefahren. Ich hab's gesehen. Alter Schwede. Deswegen hatte ich auch gedacht, du liegst irgendwo im Graben. Nein. Nein, alles gut. Ich konnte mich noch wieder fangen. Aber... Läuft die Kamera noch? Ja. Also es kann auch Flammen sprühen, ne? Warte, ich soll die jetzt hochhalten hinten, ne? Nee, Oder ich halt die hoch. Und ich soll Gas geben. Ja. Ja. Meine Kamera läuft ja noch. Ja. Ja, halt mal hinten am Gas, kann ich sagen. Halt mal hinten am Gas. Ja. Ja, jetzt gib mal Vollgas. Ja, gib mal Gas. Junge. Wild, ne? Ja. Geil, Digga. Ja. Weg, bevor die Nachbarn da rauskommen. Ey, was hat der ganze Spaß ja eigentlich gekostet? Ach, die Bierkiste? Ja, also... Ja, ich hab mir ein Rad gekauft für 400 Euro. Ja. Ja. Ich hab eigentlich nur für die Heineken Bierkiste. Ja. Hab bezahlt. Ich hab Pizza auf die Mutter, also so 500 Euro. Ach so. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, war's doch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ja von Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.